Ja, Freunde, der Bananenverkauf von Bob ist wirklich explodiert. Er hat in ganz Los Santos Leute mit Bananen versorgt, Bananen verkauft und ist dadurch Millionär geworden. Jetzt ist auf jeden Fall Zeit, mal seine Geschäfte zu expandieren. Und deswegen ist er mal aus der Stadt rausgegangen, in ganz den Norden von der Map. Und auch hier konnte er richtig viele Leute für seine Bananen begeistern. Jetzt geht es auf jeden Fall wieder zurück nach Hause. Denn Bob hat sich auf jeden Fall eine fette neue Villa gekauft. Und diese wollen wir uns heute einfach mal zusammen anschauen. Auf jeden Fall ist Bob jetzt unterwegs mit seinem Bananenmobil zum Pelito Bay International Airport. Hier ist auch schon die Einfahrt. Okay, kein Wachmann. Oh, da sehen wir aber schon Flugzeuge im Hintergrund. Oh, ein A380 steht bereit. Ist natürlich der Privat-A380 von Bob. Okay, oh, jetzt geht's steil runter. Da bremsen wir lieber mal. Aber eigentlich können wir auch direkt aufs Rollfeld fahren, oder? Guten Tag, Herr Officer. Mein Name ist Bob. Nee, nicht flüchten. Wollen Sie Bananen kaufen? Hallo? Ah, das fand er irgendwie nicht so geil. Ah, oh, wollt ihr eine Banane kaufen? Nein, will er auch nicht. Ah, tut mir leid. Guck mal, da steht sogar eine Limousine, viele Autos, viele Polizisten. Es sieht schon alles recht geil aus, muss man einfach mal sagen. Guten Tag, die Herren. Wollen Sie eine Banane kaufen? Rauchen ist ungesund. Und jetzt wird es endlich mal Zeit für Bob, wieder nach Hause zu fliegen. Und wir nehmen natürlich nicht irgendein Flugzeug. Nein, Leute. Wir nehmen das Flugzeug, das größte Passagierflugzeug auf der Welt. Und warum werden wir beschossen? Wir gehen einfach schnell hier in unser Flugzeug rein. Oh, da ist direkt mehr. Ja, irgendwie ist die Mod so ein bisschen verpackt hier, die Flughafen-Mod. Leute, ich zeige euch jetzt mal ein Bild, wie diese Mod eigentlich aussehen soll. Guten Tag, Herr Tower. Darf ich bitte starten? Vielen Dank. So, Bob als unser Pilot startet jetzt. Glaubt ihr, Bob kann fliegen? Das ist eine ausklappbare Landebahn, Leute. Wir sind in der Zukunft. Und weil die Erde einfach so verschmutzt wird und wir nur noch wenig Platz auf der Erde haben, gibt es jetzt ausfaltbare Landebahnen und ausfaltbare Flughäfen. Das ist gar nicht irgendwie ein Bug oder so, das ist extra. So Leute, jetzt haben wir auf jeden Fall einen schönen Flug nach Los Santos zu Bobs Zuhause. Denn Leute, Bob hat eine neue fette Villa und diese schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Also Bob meinte zu mir nur irgendwo in Wynwood Hills und er meinte, er hätte auch extra eine Fete für uns geschmissen. Wir können ja jetzt mal einfach drüber fliegen schon mal und gucken, was da abgeht. Und dann müssen wir ja noch irgendwo landen. Aber auch da meinte er irgendwie, das wäre kein Problem. Was ist das? Das ist so eine schwarze Platte. Oh Gott, ist das eine Landebahn? Wir landen da jetzt einfach mal. Alter, das ist eine Landebahn. Ist das Bobs Villa hier? Oh Gott, wir sind hängen geblieben. Vielleicht ist das so eine extra Bremse. Da kann man bremsen und dann kann man da rüberfahren. Alter, Bob, was geht bei der... Oh, wir sind ganz schön schnell. Bremse doch. Oh Gott, tut mir leid, Bob. Ein Flugzeug hat eine Schade und eine... Laterne ist jetzt auch kaputt. Alter, was ich jetzt einfach Bobs Nachbarn denken müssen, wenn hier einfach so ein fetter A380 im Vorgarten steht. Ja, als ob du eine Landebahn in deiner Villa hast, Bob. Das ist nicht normal. Einfach einen goldenen Jet. Oh, da ist auch irgendwie das Rad kaputt. Hier hast du direkt eine Werkstatt. Auto drin steht, haufenweise Leute, die da irgendwas machen. Junge Bob, was ist in deiner Villa hier los? Das ist ja mal mega fresh. Warum hast du eigentlich einen Flughafen an deiner Villa? Einfach wahrscheinlich, weil das kann. Noch ein Flugzeug, Treibstofftanks. Okay, der guckt hier nach uns. Guckt wahrscheinlich, ob wir da irgendwas kaputt gemacht haben. Guten Tag. Aber die Feuerwehr bockt auch irgendwie nicht so. Was ist das da oben? Alter, was ist das denn hier für eine Mod? Schaut euch das mal an. Riesen Gartenfete ist hier noch am Start. Und was ist das? Warum hast du einen X-Wing in deiner Villa rumstehen? Und auch noch so, dass es jeder von außen sehen kann. Guck mal, die sitzen da alle nur. Nur weil sie das, den X-Wing angaffen wollen. Nix da, verpisst euch. Das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt nicht, dass seine Freunde alle gehen. Kann man mit dem Ding fliegen? Alter, Leute, wie geil. Ihr seid so in der Villa. Auf einmal steht da einfach ein X-Wing rum aus Star Wars, mit dem ihr rumfliegen könnt. Junge, 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 hat Bob sich gegönnt. Ach du Scheiße. Oh. Nein, stopp, halt, stopp. Boah, das Ding geht aber auch ab. Bobs Villa ist echt krass. Guck mal, ihr habt hier einfach einen A380. Ich habe eine Landebahn. Ihr habt hier so eine mega detailreiche Werkstatt. Das feiere ich ja schon. Guck mal, wir haben hier einfach so viele Details in dieser Werkstatt. Wir haben zum Beispiel hier diesen Lageplan. Wir haben zwei richtig krasse Autos. Der rennt gegen die Wand. Guck mal, selbst hier im Hintergrund noch so Holz hinzulegen als Reserve und so. Das ist einfach so detailreich, das feiere ich ja. Wir sind ja gar nicht jetzt hier wegen dem Flughafen hier, was schon eigentlich krass genug ist. Nein, wir sind wegen der Gartenfete hier, die Bob für uns schmeißen wollte, hat er gesagt. Und das geht auch schon ganz gut ab. Warum? Bob? Du hast nicht wirklich einen Jetski in deinem Pool. Aber schauen wir erstmal hier, Leute. Eine fette Bar. Ein paar Getränke wurden hier schon. Bob, du hast gesagt, du hörst auf zu koksen. Junge, ich feier diese Mod. Slush-Eis. Hier kann man irgendwie noch mit seinen Freunden chillen, ein bisschen Sport machen, wenn man irgendwie übereifrig ist. Und warum hast du hier Munition für eine Bazooka rumstehen? Ein paar Chicas sind auch am Start. Und ein Jetski im Pool. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Wo man nicht mal richtig Gas geben kann. Muss ich das jetzt hier alles zensieren? Ich hoffe nicht. Oh, ein Sicherheitsmann. Okay, das ist natürlich auch wichtig. Hier sind ein paar Damen leicht bedeckt.
Ja, da heißt doch Wade, oder? Selbst der Typ ist am Start. Was geht? Ich weiß gar nicht, dass hier Freunde von Trevor abgehen. Ist es Tracy? Tracy ist auch am Start. Was geht? Oh, wir sind Security Männer. Dürfen wir hier hoch? Dankeschön. Ja gut, Bob gehört das Ganze hier auch. Ein DJ ist am Start. Leute, was ist das für eine krasse Fete, die Bob hier schmeißt. Vor allem, er selber kommt einfach nach Hause und schon geht die Party ab. Normal macht man noch eine Party, wenn man selber da ist. Der macht die einfach schon vorher, sodass wenn er nach Hause kommt, dass die Party schon voll abgeht. Alter Schwede, vor allem wie viele Leute das hier sind. Die einfach alle tanzen. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Die Frau hier ist schon ein bisschen betrunken. Vielleicht sollte die Security... Au! Hallo, sag mal. Tut mir leid. Tut mir leid. Nein, nein, ich will mich nicht bocken. Ich kann keine Frau schlagen. Nix da. Bob, geh weg. Du kannst keine Frau schlagen. Security-Männer, guten Tag. Die will mich schlagen. Helfen Sie mir. Ich darf nicht zurückschlagen. Sie dürfen schlagen. Ich kann ja nicht meine Gäste schlagen. Helfen Sie mir. Sie mir. Lol. Was war das denn gerade für ein Fail? Wir springen ja nur rum und auf einmal sind wir tot. Naja, wir sind auf jeden Fall jetzt im Krankenhaus gewesen, kurz, wurden verpflegt. Natürlich hat unser Security-Mann sich perfekt um uns gekümmert. Und jetzt dachte sich Bob, nee, Taxipreise sind viel zu hoch. Er ist erstmal ins nächste Tesla-Geschäft und hat sich erstmal einen neuen Tesla gekauft. Läuft bei ihm. So, hier ist unsere Villa, Leute. Diesmal von vorne. Das, Leute, ist auf jeden Fall der Haupteingang von unserer Villa. Guten Tag, Jungs. Darf ich hier durchfahren? Dankeschön. Auf dem Parkplatz, okay. Das sind also jetzt die Autos von unseren Gästen. Die parken aber auch irgendwie mehr oder weniger, wie sie wollen. Da auf dem Rasen da hinten, oh je. Tut mir leid. Ja, was, kacken Sie mich gerade an, ich bin Ihr Boss. So, wo kann ich denn hier parken? Oh, das ist McLaren. Nice. So, wo darf ich denn jetzt parken mit dieser mit meinem eigenen Auto? Ich stelle mein eigenes Auto einfach hier mitten auf den Hof. So, soll jeder sehen, wie cool dieses Auto ist. Ach du Scheiße, was ist das denn für eine Mod? Wir haben hier einfach sau viele Autos rumstehen, die auch noch von Security-Leuten bewacht werden. Ein Tesla wurde hinzugefügt. Wir haben sogar einen McLaren, der hier rumsteht. Einfach ein P1. Alter Schwede. Wieso hat Bob hier eigentlich noch einen zweiten Helikopter rumstehen? Er hat Angst, dass er angegriffen wird. Vor allem, weil es einfach ein Kampfhelikopter ist. Was geht da ab? Oh, ein Caddy. Das ist cool. Wir fahren jetzt eine Runde Caddy, Leute. Tut, tut. Ich bin da. Alle weg. Kann man hier mit fahren im Wasser? Das geht sogar. Okay, jetzt nicht mehr. Der schlägt einfach seinen Boss. Du bist fristlos gekündigt. Treib ein bisschen im Wasser rum. Wait, was geht ab? Warum hat Bob eine echte Kuh in seinem Garten rumstehen? Und warum hauen die Gäste die Kuh? Das hat die Frau nicht so gemeint. Okay. Steht auf und fällt einfach direkt wieder auf die Schnauze. Scheint wohl nicht die schlauste Kuh zu sein. Läuft ja auch erstmal gegen einen Baum. Wieso hat Bob einfach eine Kuh in seinem Garten stehen? Leute, das ist die heftigste Mod so an Gebäuden, die ich jemals hatte. Ich denke mal, Leute, viele von euch kennen sogar die Villa hier. Die gibt es ja ganz normal in GTA. Aber dann wurden einfach so viele Sachen hier nochmal perfekt hinzugefügt. Zum Beispiel hier diese Sofa, dann diese Party da mit dem DJ, dieser krasse Parkplatz da oben, der Helikopterlandeplatz, die Landebahn, gut, die ist ein bisschen unrealistisch, aber sonst, ich finde, es ist einfach so eine heftige Map oder so eine heftige Mod, vor allem, weil hier alles so detailliert gemacht ist, Leute. Ich habe euch die Mod auch mal in die Beschreibung gepackt, dass ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr euch all diese Mods selber installieren und dann auch nochmal selber anschauen. Ansonsten, Leute, hoffe ich auf jeden Fall, dass euch dieses Mod-Video, dieses Mod-Let's Play einfach gefallen hat. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da und schreibt mal in die Kommentare Ideen, was für Mods ich euch nochmal zeigen könnte. Vielleicht auch zusammen mit Bob. Also ohne Witz, Leute, ich glaube, das ist eine der heftigsten Mods, die ich jemals gesehen habe. Lol, da ist ein Heli abgestürzt. An der Stelle war es jetzt auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da und teilt das Video mit all euren Freunden, damit auch diese heftige Mod einfach mal kennenlernen. Ich habe euch alle Mods, die ich in diesem Video verwendet habe, einfach mal in die Beschreibung gepackt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die ja selber installieren und dann könnt ihr das Ganze auch mal selber euch anschauen auf dem PC. An der Stelle bin ich jetzt mal raus. Ich wünsche euch noch einen hammergeilen Tag. Bis bald und Peace!